Redest du lieber über deine eigenen Probleme oder über die der anderen? Ha. Es ist ein bisschen die Frage, wie das gemeint ist. Also ich glaube beides, wenn man das jetzt so sieht, weil wenn man halt über die eigenen Probleme redet, dann reflektiert man die ja auch gleichzeitig. Und das ist halt das Wichtige. Also wenn man selber Probleme hat und wenn man weiß, dass man die Probleme hat und wenn man schon bereit ist, darüber mit jemand anders zu reden, dann reflektiert man diese Probleme und man denkt über sie nach und man kann vielleicht irgendwie zu einer Schlussfolgerung kommen, wie man das machen könnte oder wie man da jetzt auf eine Lösung kommt. Und deswegen, also ich rede schon gerne über meine eigenen Probleme, aber ich rede halt auch gerne über Probleme von anderen, weil einerseits kann man anderen dann ein bisschen helfen, dass sie selber irgendwie eine Lösung finden. Zweitens trainiert es halt auch, überhaupt Lösungen zu finden, auch wenn es nicht für sich selber ist, sondern eben für jemand anders. Drittens lernt man auch von dem, weil wenn er ein Problem hat, dann hat er vielleicht irgendwie einen Fehler gemacht oder es ist vielleicht irgendwas passiert und man lernt eben aus seiner Situation kann man halt für sich selber Rückschlüsse ziehen, wie man das jetzt anders gemacht hätte oder wie man selber jetzt darauf reagiert hätte. Und man kriegt dann so ein kleines bisschen Erfahrung mit. Und deswegen finde ich, eigentlich ist beides wichtig. Wenn man Probleme hat, dann sollte man als allererstes sich im Klaren darüber sein, dass man Probleme hat und man sollte eben drüber reden und die reflektieren können. Und das sollte man bei sich machen und bei anderen auch. Finde ich jetzt. Ne? War das irgendwie gut erklärt? Ich weiß es nicht. Nächste Frage. Bist du Single oder in einer Beziehung? Okay, da hat offensichtlich jemand gefragt, der diese Videos noch nicht so lange guckt. Ich grüße dich auf diesem Kanal. Herr Tranus LP3 und 80? Nee, 3. Ach so, das war ein Fleck auf meinem Bildschirm. Ob ich Single oder in einer Beziehung bin, ich bin verlobt. Mit meiner Bisu. Und das ist kein Witz, ich bin wirklich verlobt. Juhu! Und das schon seit vielen, vielen Jahren. Also nicht verlobt, also wir sind seit 2011 sind wir zusammen. Siehst du, wir feiern eigentlich demnächst hier Jubiläum. Heißt das Jubiläum? Nee, Jahrestag heißt das, glaube ich. Ja, ist nämlich bald. Und dann sind wir schon seit vielen Jahren zusammen. Cool, oder? Ach, das ist ja eine süße Frage. Hattest du schon einmal eine 6 in einer Arbeit? Oh, ja, hatte ich. Ich kann mich noch ganz genau dran erinnern, das war Mathe. Also, ich kann mich, glaube ich, an zwei Sechsen erinnern, die ich mal gekriegt habe. Das eine war in Mathe. Und zwar, das war nicht, weil ich die Rechnungen nicht konnte oder so, sondern das war, weil, das war eine sehr, sehr frühe Klasse. Das war noch in der Grundschule. Das war, weil ich Plus und Minus vertauscht habe. Das heißt, alles das, was ich addieren hätte sollen, habe ich subtrahiert und das, was ich subtrahiert hätte sollen, habe ich addiert. Und dann kam natürlich am Ende sehr lustige Zahlen bei rum und das war alles falsch und dann hatte ich eine 6. Was ich natürlich eigentlich auch scheiße von der Lehrerin finde, dass sie das nicht erkannt hat. Also, weil den Fehler, den habe ich ja quasi die ganze Arbeit durchweg gemacht. Das war ja nicht so, dass ich das ja irgendwie. Ich habe halt einfach nur Plus und Minus vertauscht und das hätte sie erkennen müssen. Und dann aber einfach zu sagen, ja, nee, du hast hier einmal einen Fehler gemacht, den hast du überall gemacht. Ist zwar immer der gleiche Fehler, aber du hast den überall gemacht, deswegen gehe ich dir 6. Pff. Es ist ein bisschen demotiviert. Ne? Von daher ist scheiße. So, das war die eine 6, an die ich mich erinnern kann und dann habe ich noch eine 6 in Latein gekriegt. Das war. Einem Tag, als der wieder seine etwa 150.000 mündlichen LKs gemacht hat, ich so, er hat ohne Scheiß 4 mündliche LKs jeden Tag gemacht. Nicht schön. Und das war ein Vokabel-LK und ich habe nicht gelernt. Und kennt ihr das, wenn ihr nicht gelernt habt und er sitzt da und er sucht gerade jemanden für die mündliche LK raus. Und du weißt, in der Sekunde, in der er dich gewählt hat, doch bevor er es ausgesprochen hat, weißt du mit tausendprozentiger Sicherheit, dass du das bist, der jetzt rankommt. Ja, genau das hatte ich da gehabt und ich habe
nichts gewusst. Ich habe auch gleich von Anfang an gesagt, dass ich nicht gelernt habe und dass ich kein einziges davon kann. Und ich war nicht mal vorne an der Tafel. Ich bin eigentlich gleich sitzen geblieben, weil ich habe dann meine 6 kassiert und Ende. Ich war mega schlecht in Latein, aber Latein war auch eine Zeitverschwendung. Vielleicht ein bisschen gemein, aber es ist so. Latein war Zeitverschwendung. Hallo, achso, nächste Frage. Oh, jetzt kommt die voll philosophische Frage. Ist die Menschheit gut oder schlecht? Ey, fett. Ist die Menschheit gut oder schlecht? Das ist ehrlich gesagt auch was, das ich im Bagger früher oder später mal thematisieren muss. Ich glaube, die Menschheit ist weder gut noch schlecht. Also ich glaube nicht, dass wir super heilige Engel sind. Ich glaube aber auch nicht, dass wir alle scheiße sind. Wir verschmutzen die Umwelt, wir führen Kriege, wir töten uns gegenseitig, wir beuten Mutter Natur aus, bla. Ich halte das nicht für schlecht. Ich halte das einfach für eine Eigenschaft der Menschen oder für einen Wissensstand der Menschen, den sie eben jetzt haben. Sie haben noch kein Gefühl dafür, was es bedeutet, mit allen zu teilen, mit allen Lebewesen auf einer gleichen Art und Weise und auf einer gleichen Stufe zu leben. Es gibt einige, die haben das schon begriffen, aber es haben halt bei weitem noch nicht alle begriffen. Also ich denke, die Menschheit ist nicht gut oder und nicht schlecht, aber ich denke, die Menschheit ist einfach jung und unerfahren. Es gibt halt sehr viel, was die Menschen noch wissen und lernen und begreifen müssen, um auf einen Stand zu kommen, dass man jetzt sagen könnte, okay, jetzt kann man zumindest ausschließen, dass wir schlecht sind. Irgendwie sowas in der Richtung. Also ich denke, die Menschen sind weder gut noch schlecht, sie sind einfach jung. Und sie müssen noch lernen. Ende. Und das ist halt auch ein Prozess, der wird niemals enden. Also nicht in dem Sinne, wir müssen noch mehr Physik pauken, sondern wir müssen einfach die Welt um uns rum verstehen lernen. Und begreifen lernen. Und das ist eben etwas, das viel, viel schwieriger ist als irgendwie Subtraktion und Plutimikation. Also sich selbst als Wesen zu begreifen und andere als gleichwertige Wesen zu begreifen und was, wie das alles miteinander spielt und wie die Welt in sich funktioniert, das sind so Sachen, so, die müssen die Menschen, glaube ich, erst begreifen. Aber das ist ein langsamer Prozess und das wird vielleicht eine Weile dauern, bis sie mal dahinter steigen. Aber ich bin guter Dinge, dass es irgendwann mal passieren könnte. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht krebst man auch irgendwann in 10.000 Jahren wieder im Urschlamm rum. Ich weiß es nicht. Ist aber eine sehr schöne philosophische Frage. Ich diskutiere gerne über sowas. Könnt mir mal eure Meinung in die Kommentare schreiben und dann redet man in den Kommentaren noch ein bisschen drüber. Boah. Aber noch Zeit. Nein, wir haben keine Zeit mehr. Oh. Okay, gut. Dann stelle ich die anderen Fragen jetzt mal ein bisschen zurück. Ja, und das machen wir mal so. So, gut, dann war es das jetzt erstmal mit den Fragen. Es sind leider wieder ein paar unbeantwortet geblieben. Das ist aber nicht schlimm. Das nächste LP, also das nächste Let's Play, wollte ich fast sagen. Oh, das nächste Let's Paint kommt bald. Und ihr könnt auf jeden Fall immer noch Fragen stellen. Stellt mir Fragen zu Fourth Instance. Stellt mir Fragen zu den Charakteren. Stellt mir Fragen zu Gold und der Welt. Stellt mir Fragen, also ist natürlich so in dem Rahmen, wie ich sie auch beantworten kann. Also stellt mir jetzt bitte nicht Fragen, wie man den Abstand zwischen zwei Sternen nur anhand der Wellenlänge des Lichtes, das hier ankommt, berechnen kann. Sowas kann ich nicht. Dafür gibt's Wikipedia. Stellt mir Fragen, die euch einfallen. Zum Beispiel, was ich mehr mag, Hund oder Katze. stellt sie gerne, wo ihr wollt. Ist mir ganz egal, sie sollten mich halt nur irgendwie mal erreichen. Ne? So, das war's aber bis dahin. Und ihr könnt mir auch ruhig mal schreiben, wie ihr das Bild findet, das ich gemalt habe. Das ist die neue Charakterkarte, die könnt ihr bald kaufen. Gut. Okay, jetzt Schluss. Ich mache jetzt Feierabend und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin.